Hallo, ich bin Georg und das hier ist die historische Bootswerft Rostock. Ich zeige euch heute, was es hier so zu sehen gibt. Zusammen mit Wolfgang führe ich euch ein bisschen herum. Stell dich doch mal vor, Wolfgang. Also ich bin Projektleiter historische Bootswerft des Schifffahrtsmuseums oder Schiffbau und Schifffahrtsmuseums Rostock. Und bin hier im Prinzip der Erklärbär, der den Leuten den Bootsbau oder den historischen Bootsbau nahebringt. Zum Beispiel hat er mir erklärt, wie man einen Tau macht. Eigentlich dauert das viel länger. Hier sind die Arbeitsschritte abgekürzt. Kommt das dadurch, dann hat man schon eine fertige Öse, die auch nicht wieder aufgeht. Und man kann das Seil verwenden. Das Geräusch kündigt schon die nächste Station an. Feuer, glühendes Eisen und Hammerschläge. Die Schmiede. Aber als Kind bestimmt gefährlich, oder? Was kann man denn hier machen, wenn man noch nicht erwachsen ist? Kinder dürfen hier alles machen, was sie möchten. Sie können eben ausprobieren, wie sich Eisen verhält, wenn es glühend ist. Dürfen es natürlich nicht anfassen. Und das macht eigentlich auch keiner. Noch hat es keiner versucht. Also es würde ja auch nicht gut ausgehen. Kriegen natürlich auch Handschuhe an, Schutzbrille auf und dann können sie eben das, was sie sich vorstellen, ausprobieren. Das hier ist ein Blasebalg, mit dem man das Feuer geschürt hat. Das heißt, das Feuer mit Luft anheizen, sodass das Eisen schneller heiß wird und eine Temperatur von etwa 1000 Grad Celsius erreicht. Damit kann man Wasser sofort zum Kochen und Verdampfen bringen. Viele Zangen und Hämmer sind hier. Noch mehr Werkzeug gibt es aber nebenan. Wo sind wir denn hier? Das ist die Grundlage des Bootsbaus, das ist die Schiffszimmerei. Also hier werden alle Holzteile bearbeitet, die zum Bootsbau notwendig sind. Außer den Planken natürlich, die passen hier nicht rein, aber alles andere wird hier eben gefertigt, wie Steven, Spanten etc. Und eben mit historischem Werkzeug kann man dann ausprobieren, wie man früher, also um 1900, dann ein Boot gebaut hat, also ein Fischereiboot. Eben Hobel, Fuchsschwanz, Schlangenbohrer etc., Handbeil, Dechsel. Moment, also einen Hobel kenne ich. Ein Fuchsschwanz ist eine Säge. Aber was sind denn die anderen Werkzeuge? Hier wird gerade Baumrinde von einem Baumstamm mit einer Dechsel entfernt. Ein Handbeil ist eigentlich nichts anderes als eine kleine Axt für kleinere Stücke Holz. Und ein Schlangenbohrer ist ein Holzbohrer, der für besonders tiefe Löcher verwendet werden kann, da er das herausgebohrte Holz sehr gut nach oben befördert. Früher wurde das mit Muskelkraft gemacht. Kein leichter Job. Die Steven braucht man für das Gerüst des Schiffrumpfes. Das ist dieser Teil. Hier sind die Steven besonders lang. Das sind die Planken, also sozusagen die Haut eines Bootes. Und hier sieht man die Spanten. Sie verstärken das Boot, sodass es stabiler wird. Hier gibt es noch viel mehr zu entdecken, aber um das alles zu zeigen, bräuchte man noch viel, viel mehr Zeit. Deshalb kommt doch einfach vorbei. Im IGA-Park in Rostock, gleich neben dem Schiffbau- und Schifffahrtsmuseum. Viel Spaß und auf Wiedersehen.